Hallöchen, meine lieben Pikachus! Was geht ab? Ich heiße euch herzlich willkommen zum nächsten Adventskalender-Video auf meinem Kanal. Wir haben das erste Mal eine andere Zahl am Anfang stehen, die 2. Heute ist der 20. Dezember. Nur noch 4 Tage bis endlich Weihnachten ist, Leute. Freut ihr euch schon? Falls ja, lasst einen Daumen nach oben da, schreibt es mir in die Kommentare und abonniert meinen Kanal, falls ihr nichts weiteres verpassen sollt. Ich würde sagen, wir legen jetzt los. Wir legen los. Viel Spaß beim Video. Wir legen los. Da sind wir wieder beim Adventskalender und TP'n uns an das schöne Örtchen hier. Und zwar werden wir hier natürlich wie immer die Nummer 20 einen neuen Button finden. Kann platziert werden auf Eisenblock. Gut, dann werden wir uns gleich schön einen Eisenblock suchen. Sehe ich schon mal einen Eisenblock hier irgendwo? Da, direkt gerade. Ne, das ist Quarz. 21. Da müssen wir morgen hin. Ne, wahrscheinlich hinterm Haus oder so versteckt. Sehe ich jetzt noch nicht. Dann gucke ich mal, wo ich die 20 finden werde. Links, da. Okay, da ist die Nummer 20. Das heißt, in der zweiten Reihe von unten. Ganz links, genau. Gut, ich bin gespannt, was heute auf uns zukommen wird. Heute vielleicht wieder ein geiles Minigame oder sonst was. Wir werden es sehen. Ich bin auf jeden Fall sehr gespannt. Und ich muss mich richtig beeilen, Leute, weil ich gleich raus muss. Und ich habe für dieses Video, glaube ich, nur so noch circa... Alter, ich hab fast gar keine Zeit. Oh shit, okay, das wird richtig knapp. Gut, wir drücken auf den Button. Nummer 20 ist da. Es geht los. Okay, es sieht sehr, sehr bunt aus. Richtig bunt. Was kommt auf uns zu? Moment. Erkennt ihr schon einen Unterschied? Vielleicht wieder einen Unterschied erkennen? Weil hier ist alles mit diesen normalen Blöcken und dann kommt hier Wolle. Also, wir lesen einfach mal vor. Du musst ein 5x5 Bild nachbauen. Ah, cool, das kenne ich. Dafür musst du in einen zweiten Raum, um es ein wenig schwieriger zu machen. Ist ein Jump'n'Run eingebaut. PS, hab heute Geburtstag, lol. Oh, nice. Also, dann herzlichen Glückwunsch, lieber Wackelpudding TV. Also, herzlichen Glückwunsch. Happy, happy Birthday. Wir singen alle gemeinsam. Happy Birthday. Spaß. Das geht leider nicht. Gut, es geht los. Bitte mindestens 5 Sekunden anlassen, danke. Okay, also, ich habe hier Knöpfe. Was machen denn die Knöpfe für Flucht? Schere. Kann abbauen Wolle. Ach, damit gebe ich mir alles. Ja, okay, dann gebe ich mir alles mal. Wunderbar, drück überall drauf. Zack, zack und zack. So, alles voll. Und jetzt muss ich den Hebel einmal betätigen, nehme ich an. Bitte 5 Sekunden anlassen. Okay, ich lasse ihn 5 Sekunden an. Was muss ich denn jetzt hier machen? Sekunde. Es passiert ja nichts. Also noch kann ich nichts einbauen. Ach, im Moment, ich muss erstmal nach oben hin. Ah, wie cool. Okay, ich muss jetzt da oben hinspringen. Und dann... hier das nachbauen. Alter, okay, das wird schwierig. Ich sortiere mir das immer so ein bisschen hier ein. Also rechts oben das. Dann kommt gelb in der Reihe einmal. Dann kommt türkis, glaube ich. Und ja, das ist türkis, oder? Türkis und dann dieses helle Pink. Wunderbar. Das ist die erste Reihe. Und die zweite Reihe beginnt dann mit dunkelblau. Und wieder diesen Pink. Okay, das merke ich mir schon mal. Also zwei, oh mein Gott, das wird kritisch, das wird ganz kritisch, Leute. So, muss ich das denn jetzt anlassen? Bitte mindestens, ne, Moment, ich mach das mal aus und baue erstmal hier hin. Das kommt dahin, da, dann das, das und das. Wunderbar, hier Beats, Alter, du bist ein Genie. So, dann der und der, oder? Doch, klappt. Das klappt, ich glaube, das ist sogar so richtig. Wenn nicht, dann müssten wir nochmal nachschauen. Aber das ist, also ich dachte, wenn man das so am Anfang sieht, denkt man tatsächlich, glaube ich, wirklich, das ist einfacher, als man dann letztendlich am Ende, ne, merkt, wenn man es selbst baut. So, danach kommt, das, Alter, das ist echt schwierig. Das ist echt schwierig. So, danach kommt das, dann dunkelblau und dann noch, ich kann leider, doch, ich kann kopieren. Dann dunkelblau und dann wieder das und dann gehen wir hier weiter mit grün und gelb. Grün und gelb, das ist doch echt, das ist eine gute Variante, glaube ich. Rot, dann nochmal dieses dunkle Blau und dann nochmal, welches ist das? Das ist das ganz helle. Okay, dann nochmal das. Oh fuck, jetzt habe ich, Moment, ich habe vergessen drauf zu, ach scheiße. Mann, ich habe vergessen darauf zu achten, ob man immer nur einbauen muss, aber ich glaube schon. Ich glaube, ich muss jetzt den, ja, den muss ich platzieren, dann den und grün war hier unten, genau, okay, so war das richtig. So, und dann das hier hin. Und jetzt fehlen uns nur noch 2 Reihen, die könnte ich jetzt eigentlich sofort fertig vorbereiten. Das mit der Vorbereitung ist echt gut, Leute, das hat schon was. Die letzten 2 Reihen, okay, ich mach's mir jetzt so mal als Vorbereitung quasi. Das und dann grün und dann lila und was kommt noch? Dann kommt das Blau wieder. Und dann kommt die untere Reihe. Hier kommt gelb hin. Dann wieder türkis. Leute, ist das erlaubt, was ich hier mache? Oder ist es gerade Cheating? Ich weiß es nicht. Ich glaube, das muss dann dahin, genau. Und hier kommt das hin.
Wunderbar, gut, dann habe ich das schon mal vorbereitet. Okay, also jetzt muss es klappen. Ich werde das jetzt hinplatzieren und dann auf den Schalter drücken und dann bin ich gespannt. Oh ne, das war falsch. Okay, ich kann es damit abbauen, Leute, alles gut. Ah ne, das war sogar richtig. Es gibt ein Problem, Leute. Und zwar muss das ja hier unten hin. Ich kann es ja nicht oben platzieren, wenn ihr wisst, was ich meine. So, wir machen es so. Dann kommt das da und da. Wunderbar. Und jetzt kann das hier nach unten. Oh nein, Moment. Ist das richtig, was ich hier mache? Gelb. Ich muss jetzt hier anfangen, ne? Ja, ich habe es mir jetzt andersrum gemacht. Oh, das wollte ich nicht. Ich hoffe, das ist gerade richtig, was ich hier mache. Moment, ich kann das hier nicht hinplatzieren. Hä? Oder muss hier rot hin? Ah, okay, dann ist... Nee. Das ist falsch. Ich hab's doof gemacht. Ich meine, gelb muss hier hin. Aber ich kann es nicht platzieren irgendwie. Ach so, weil ich es schon mal abgebaut habe. Oh, okay. Jetzt macht Sinn. Gelb und dann das. Das habe ich auch schon mal abgebaut. Okay, jetzt weiß ich, warum ich es nicht platzieren kann. Okay, das war doof von mir. So und so. Und jetzt machen wir das an und jetzt müsste es eigentlich klappen. Und... Ja? War's das? Als ob es das... War das das einzige Level? Moment, das kann doch nicht sein. Wo ist denn hier die Nummer 20? Wir gehen nochmal hin. Nee, Leute, man kommt von oben nach dem Jump'n'Run. Ich hab's jetzt gerade gesehen. Also, das haben wir gerade nachgebaut und dann geht's hier wieder weiter. Lol, jetzt verstehe ich's. Oder bin ich gerade komplett doof? Hä? Ach so, man hätte eigentlich die ganze Zeit zurücklaufen müssen. Ach, oh mein Gott, bin ich doof. Ich hab die ganze Zeit gecheatet. Ich hätte hier weiterlaufen müssen und dann hier runterspringen müssen. Und dann hier, nach dem Merken, wieder das Jump'n'Run zurück. Oh mein Gott. Oh nein, ich habe gecheatet. Das tut mir so leid. Aber wir haben es trotzdem geschafft, Leute. Danke fürs Zuschauen. Mir hat's gefallen. Mir hat Spaß gemacht. Wäre echt cool. Ein paar mehr Level wären auch cool gewesen. Aber ansonsten würde ich sagen, trotzdem Dankeschön. Wir sehen uns morgen beim nächsten Video wieder. Lasst einen Daumen nach oben da. Und schaut beim ersten Video vorbei. Es gab ein Lucky Luthor P-Battle gegen Dr. Banks. Danke. Ciao, euer Beats.